Jasmin Herren zeigt neue Fotos von Willis Grab. Die vergangenen Wochen waren hart für Jasmin Herren. Am 20. April starb ihr noch Ehemann Willi Herren überraschend im Alter von 45 Jahren. Ein großer Schock, denn trotz Trennung standen Jasmin und Willi sich nach wie vor sehr nahe, hatten täglich Kontakt. Der Schmerz über den plötzlichen Verlust sitzt daher tief. Aus Kummer hat die 42-Jährige 15 Kilo abgenommen. Sie musste nicht nur Willis Wohnung ausräumen, sondern sich auch mit Willis Familie auseinandersetzen. Erst jetzt, 2 Monate nach seinem Tod, scheint Jasmin in Ruhe trauern zu können. Bei Instagram nimmt sie ihre Follower mit zu einem emotionalen Besuch am Grab des Entertainers. Ich hab keine Angst. Rote Rosen, weiße Lilien und Gänseblümchen, Willi Herrens letzte Ruhestätte auf dem Kölner Melaten-Friedhof gleicht einem Blumenmeer, wie der Schnappschuss von Jasmin Herren zeigt. Ob es sich um ein neues Bild handelt, wird nicht ganz klar. Datiert ist die Aufnahme auf den 11. Juni 2021. Für die musikalische Untermalung des rührenden Schnappschusses hat sich die trauernde Witwe für Milvas Lied Ich hab keine Angst entschieden. Ich hab keine Angst vor Krisen, hab ich nicht grad dann. Immer Mut bewiesen, heißt es im Songtext der melancholischen Ballade. Gut möglich, dass Jasmin in ihrer aktuellen Situation aus diesen Zeilen Kraft schöpft. Es ist Jasmin erstes Lebenszeichen bei Instagram nach Willis Geburtstag. Am 17. Juni wäre er 46 Jahre alt geworden. Diesen besonderen Tag feierte Jasmin mit engen Freunden in Köln. Zu Ehren des TV-Stars ließ die Gemeinschaft um 11.11 Uhr Luftballons gen Himmel steigen. Jasmin und Willi waren seit 2018 verheiratet. Im März 2021 hatten sie ihre Trennung bekannt gegeben. Doch die Zeichen standen laut seiner Witwe zuletzt wieder auf Versöhnung, wie sie im RTL-Interview verriet, entgegen anderer Behauptungen hatten mein Mann und ich immer regelmäßigen Kontakt.